Ist aber auch Sendung. Ja, Chefboss ist hier. Chefboss. Ich finde das total klasse. Also, ich hab, ihr seid ein Wunschbuckeln. Also alles ist ein Wunschbuckeln. Also weil es wünschen sich ja die Gäste. Es kommen Gäste auf mich zu und sagen, oh Kai-Uwe, kannst du dich mal drum kümmern, die haben wir schon mal gesehen und so. Aber, und dann kriege ich ganz viele Mails und das freut mich auch und kann dann aussuchen. Und bei manchen Sachen sage ich so, oh, würde ich gerne machen, aber sind noch nicht so bekannt. Und euch habe ich im Internet gesehen und habe gedacht so, wow, das ist cool. Das ist cool. Das ist richtig cool. Und das muss ich machen. Und dann habe ich so gedacht, oh, ich spiele auch in Hamburg und hoffentlich kommen Lübeck genug, weil eigentlich mache ich das Booking immer so, sagen die Agenturen auch zu mir, oder, okay, wir machen im Herbst Hamburg und im Frühjahr Lübeck, damit das nicht zu eng zusammen ist. Und dann schwitze ich so und freue mich und schwitze mich. Und es hat geklappt. Wir haben die Karten verkauft und auch nicht wenig. Ja, Mann, wir freuen uns auch hart, ey. Das ist auch ein das ist eine geile Location. Ich glaube, zum ersten Mal Lübeck. Zum ersten Mal Lübeck. Ja. Bruder Hansestadt so und dann in so einem geilen Laden, also for real. Euch gibt's 4 Jahre, ne? Mäßig, ja genau, 3,5, 4, genau. Und ihr seid ja jetzt auch, du bist Maike? Ich bin Maike, ja. Alice? Ich bin Alice, ja. Alice? Ja. Ihr habt das mal begonnen und dann ist so eine Crew zusammengekommen. Also, genau, also natürlich dann wir zwei zusammen mit dann unserem Produzenten, der auch DJ ist. Das ist so die Kerncrew, aber unser erster Auftritt war auch tatsächlich mit Tänzern und nicht wenig davon. Also das waren 15 Leute. 15 Leute waren dann bei unserem ersten Auftritt auf der Bühne. So. Also das hat immer mit Tänzern dann stattgefunden. Ja, und auch Videodrehs, immer so. Genau. Das ist immer irgendwie. Halt nur im Studio sind das weniger. Aus welchem Stadtteil kommt ihr? Also ich ursprünglich aus Hamm, aber ich wohne jetzt in der Schanze. Mhm. Easy Peace, also Corrected. Mhm. Und ja, genau. Ja, also ich bin auch da die Ecke, so Eimsbüttel. Ja. Wie seid ihr beide zusammengekommen? Über eine gute Freundin von uns, die Melodie, hallo, Mello. Die ist gerade nämlich aus Amerika wieder da und geht auch bald zurück, so deswegen erstmal Props an Mello. Genau, sie war mit Maike erstmal befreundet, weil sie auch Tänzerin war und dann, weil sie meine beste Freundin ist, war ich dann halt auch mit und dann hab ich Maike gesehen und dann hat man angefangen zu chillen und im Schanzenpark hat mir Maike noch irgendwie Cornrows gedreht und wir haben noch damals Black Lemon getrunken, so auf Furcht. Haben wir uns abgewöhnt mittlerweile so, aber das war noch die Zeit. Und so ja, war dann immer Party halt. Ja, ja, ja. Und getanzt und genau. Also eigentlich mäßig eigentlich so das gemacht, was wir jetzt auf der Bühne machen, nur halt auf Party. Ja. Also. Und das und das Tanzen kommt, woher kommt das? Habt ihr gesagt, Tanzschule oder ist das so, ja, ist das Street Dance? So, ist das auf der Straße getanzt und irgendwie, ja, wie viel, so ich als Laie, wie verstehe ich das? Man, wie kommt man so zusammen? Also ich meine, ich finde das ja auch cool, dass überhaupt Menschen zusammenkommen und etwas zusammen machen und das halte ich auch für unheimlich wichtig. Aber wie passiert, hast du irgendwo, wie passiert sowas? Ja, so ganz naiv gefragt. Also, so. Also du meinst, wie wir auf die Idee gekommen sind? Dass ja, also du tanzt so. Bist du zur Schule gegangen, also Tanzschule gegangen oder hast du einfach so... Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen komplexer. Also eigentlich, ich hatte gar keinen richtigen Plan, jetzt Tänzerin zu werden. Mhm. Ich habe halt einfach eine riesengroße Tanzleidenschaft halt in mir gehabt. Es gab jetzt aber keine Ausbildung, die wirklich das so hatte, was ich eigentlich machen wollte. Und ich bin halt einfach gereist und ich konnte einfach nicht genug kriegen vom Tanzen und habe halt ganz viele unterschiedliche Einflüsse. Also dazu, ey, ganz ehrlich, muss ich noch erzählen, von wegen damals, ne, auf Real Talk, damals, als wir auf Party waren und ich weiß noch, Maike kam immer dann irgendwie aus Paris oder hast du nicht gesehen und hat dann neue Moves gelernt und wir waren auf Party und alle schon so und Maike hat dann diese neuen Moves, die sie gerade irgendwie in Paris gelernt hat, hat sie auf Party dann noch geübt, so, das weiß ich locker. Also so war Maike auch unterwegs, immer Spaß und alles so, aber dann hat sie noch immer zu typ und nochmal fu fu fu. So, okay, krass, mach mal, das ist richtig, nur so viel dazu, so von wegen, ne, tanzen. Und dann kommt man zusammen, also so, sagt, hey, wir können mal zusammen tanzen und dann kommt, wie kommt dann Chefboss, also? Ja, also wir sind ja auf jeden Fall immer zusammen im Studio. Ja. Und es beeinflusst sich halt alles, also das Tanzen und auch die Bühnenshow ist halt ein großer Teil und ja, wir
wir jammen halt irgendwie oder wir, ich tanze und oder und umgekehrt, es ist, das, es führen viele Wege nach Rom, aber auf jeden Fall immer irgendwie. Der DJ spielt ja eine ganz große Rolle. Ja. Genau, er macht auch die Mucke. Genau, er macht die Beats. Also die, genau, die Beats. Beeinflusst ihn oder sagt er, hey, hört mal, das habe ich jetzt gemacht und seid ihr da ein Team oder? Wie Maike das vorher meinte, das ist ja so, wir beeinflussen uns gegenseitig. Man, wir können jetzt, ich sag mal so, unser Produzent kann keine Beats machen, wenn Maike nicht fühlt, dass sie irgendwie dancen kann. Mhm. So, und, also es beeinflusst dich alles. Also wir inspirieren uns ja einfach gegenseitig. Das muss ja alles, weil wir sind verschiedene Leute und da muss ja jeder in seinen Kram reinkriegen. Seid ihr denn wie eine Band jetzt zusammen am Proben? Also der DJ macht was, ihr performt da Tanz dazu und irgendwie ergänzt sich das oder wird da jetzt ein Beat vorgegeben, da wird so drauf, ey, das ist cool, danach kann ich tanzen oder... Das kann so oder so sein. Ja. Also manchmal ist der Beat als erstes da, manchmal ist irgendwie die Idee da und dann kommt der Beat dazu und dann arbeiten wir halt zusammen dran, wie gesagt, so dann Maike sagt so, ja, da fehlt noch etwas, weil das ist ja wichtig, dass man tanzen kann. Ja. Und dann sagt sie halt in ihrer Tänzersprache, da fehlt noch irgendwie, ja, er ist mega wichtig. Und dann sagt sie in ihrer Tänzersprache, da fehlt noch irgendwie, und dann macht halt unser Produzent und macht das und dann wird das das, was es halt ist, weißt du, also das kann ja nicht... Ist doch genial, andere DJs sitzen jetzt vor ihrem Rechner und trauen was zusammen, aber ich glaube, wenige DJs halten Dialog mit denjenigen, die das tanzen sollen, das ist ja bei euch zusammen. Ja, und singen natürlich. Genau, aber und so ist das ja auch singen, genau. Ja. Und wie entstehen die Texte? Die entstehen auch so, im Studio auch zusammen so mit Input auch von Maike, mit dem Produzenten so. Ich bin aber auch oft zu Hause und hau dann die Dinger raus und dann arbeiten wir noch zusammen dran, so Feinschliff so. Ne? Das ist wie alles irgendwie unterschiedlich, ne? Je nachdem was als erstes Ei, keine Ahnung. Zuerst das Ei oder das Huhn, wer weiß. Ah. Weißt du, was ich meine? Und was ich ja gesehen habe, seid ihr auch für Viva Con Aqua unterwegs. Yeah. Das heißt, yeah, ihr habt ja auch Lust, etwas, also Spaß zu transportieren, aber auch eine Botschaft mit reinzunehmen. Aber ihr vergesst mit der, also ihr seid nicht jetzt die ernst, also die jetzt total ernst mit der Botschaft sind, sondern ihr verbindet das auch, man kann Spaß haben, man kann trotzdem was ernst meinen. Ist das so? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, jetzt mal, okay, no hate, aber ist so in Deutschland, glaube ich, allgemein selten. Also wenn ich mir deutsche Filme gucke und Dramen, dann möchtest du dich danach erhängen. So, weißt du, die Skandinavier zum Beispiel, die machen das ja mega geil. Die haben Dramen oder mega Krimis, aber du hast da immer noch mindestens zwei Lacher. So. Und in Deutschland allgemein fehlt das. Und ja, deswegen haben wir das auch so gesagt. So, der Grundvibe ist halt positiv und das tragen wir auch so nach außen hin. Und mit Viva Con Aqua, das ist, ich meine, einfach eine geile Sache. Und mit ihnen durften wir auch nach zum Beispiel in Uganda. Da waren wir im Ende November. Genau. Und einfach eine neue Welt sehen, Leute, die es anders haben als wir. Und trotzdem dahin zu kommen, unsere Mucke zu machen, zu sehen, dass die Locals es fühlen und die Leute mittanzen, obwohl sie den Text nicht verstehen, das ist echt unbezahlbar. So. Und ganz ehrlich, das ist Musik. Musik ist, geht über alle Sprachen, Kulturen hinaus. So. Was ihr macht, ist ja Dancehall vom Style her. Ist das so? Ist der Dance? So basic, aber hat viele Einflüsse. Ne? Ja. Man kann es nicht so pauschal in eine Schublade stecken. Wir sind sehr... Also wir sagen jetzt nicht, wir gehen jetzt ins Studio und machen Dancehall, sondern wir machen einfach, was wir gerade fühlen und dann kann man danach gucken, okay, ist das jetzt das oder das? Aber wir labeln das eigentlich gar nicht. Mhm. Also vom Groove her ist er durchaus auch mal, könnte da jetzt auch einer stehen, der mal richtig die Gitarre reißt. Bloß das ist dann nicht die Gitarre, das ist dann so, also da... Ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. So, eigentlich guckt man sich um und sagt, los, Alter, mach jetzt mal ein Solo und dann fetzt sich dazu richtig ab. Ja, ich fühle dich. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch, Alter. Die Power-Gitarre. Ja. Habt ihr jetzt... Die erste Scheibe, wenn man so will, raus, draußen. Genau. Also eine EP und ein Album.
Genau, aber richtig Scheibe ist die, genau, die erste. Ja, das ist so auch, physisch, muss man sagen, heutzutage. Ich finde das immer so lustig, wenn man sagt so, ihr habt jetzt die erste Single draußen. Ja, wo ist denn die B-Seite? Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Wie heutzutage Musik distributiert wird. So. Aber ihr habt einen schönen Labelvertrag und wie ist es dazu gekommen? Seid ihr gefunden? Seid ihr, es wäre auf euch aufmerksam geworden oder habt ihr euch Mühe gegeben, dass wer auf euch aufmerksam wird? Okay, ich sag dir so. Wir haben, ohne Scheiß, wir haben das mit Chefboss angefangen, wir hatten unseren ersten Auftritt mit den 15, was auch ich, plus Tänzern. Wir haben, ne, also Mike und ich hatten da so diese Vision und haben dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich ein Fotoshooting machen, nur. Und dann war es so, Alter, wir haben die große Halle unten am Hafen, dann können wir doch ein Musikvideo machen. Dann haben wir das Musikvideo gemacht. Und das war fertig zu einem Song, der auch schon fertig war, Blitzig-Gewitter. Und dann hatten wir unseren Manager, der meinte, okay, lass mal gucken bei Labels. Also mit dem fertigen Ding schon und kam dann zu Labels und dann haben viele gesagt, ja, wollen wir. Also vom Dinger, wir kamen einfach fertig an, so sehen wir aus, das ist unser Sound, so sind wir, take it or leave it. Mhm. Und dann waren viele gesagt haben, yeah, take it. Ja, großartig. Also weil das ist ja auch so, dass es gibt ja heute in der Branche unüblich, dass irgendwer eine graue Eminenz im Hintergrund eine Idee hat und dann werden dafür Leute zusammengestellt. Aber das ist bei euch ja nicht. Das ist ja, ja. Ihr habt ja praktisch eine Idee gehabt und habt die reingegeben. Das ist total gut. Ich glaube, dass das Ding so. Dass wir einfach dahin gekommen sind, wie wir sind und wie wir es wollen und was wir wollen. Und dass man, weißt du, denen keine Chance gibt zu sagen, ja, nimm mal hier so, nee. So ist das. Und kommt 2018, 2019, also wollt ihr wieder eine neue Produktion machen? Was Neues hätte dabei? Ja. Auf jeden Fall, ja. Wir sind auf jeden Fall dran. Ja. Wie macht ihr das? Zieht ihr euch dann zurück oder entsteht das so, dass ihr das Stück für Stück so Ideen habt, in die Schublade legt und sagt, jetzt machen wir die Schublade auf und jetzt kümmern wir uns darum, dass das... Kann man noch nicht absehen. Das ist auch wieder so ein Teils-Teils-Ding. Also zum Beispiel die letzte Platte, unsere Debütplatte ist entstanden. Also eigentlich wollten wir uns Zeit nehmen fürs Studio und dann aber hatten wir so viele Termine und waren so viel live unterwegs, dass es dann so Studiotermine hatten wir 2-3 Tage zu Hause, wo wir dann ranklotzen mussten. Dann mussten wir wieder on the road. Also das war dann immer so ein Dazwischenklemmen. Aber war eigentlich auch voll gut, genau. Weil einige Sachen haben wir dann eben schon live ausprobiert. Und wenn man was live hört, dann hört man das nochmal ganz anders. Und wenn man das Publikum, also es ist ein ganz anderes Gefühl. Ja. Und dadurch hat teilweise auch die Musik wieder einen ganz anderen Einfluss bekommen. Und das ist eigentlich ganz cool gewesen. Genau. Also jetzt muss man mal gucken. Also wir wollen uns ransetzen und dann kommen wahrscheinlich wieder Termine und so und dann läuft das. Habt ihr so einen Weg, den ihr gehen wollt? Also sagt ihr irgendwo, das ist so das, was wir erreichen möchten? Oder ist es einfach so, hey, also, wir leben und das ist cool? Also bei mir ist es eigentlich immer schon so, der Weg ist eigentlich das Ziel. Also jede Kleinigkeit, alles, was man kreativ halt so macht, eigentlich ist immer der Weg dahin das Schönste. So, natürlich kommt am Ende was Schönes bei raus und man fiebert auch darauf hin, dass es dann am Ende was Schönes ist, aber eigentlich ist jeder kleine Teil so, alles ist eigentlich immer schön und es ist eigentlich das Beste so für mich. Also, ja, sehr sympathisch. Ja. Also so, der Plan ist das Leben und nicht umgekehrt. Normal. Weil sonst, also wie kacke wäre das denn? Du arbeitest auf etwas hin und wenn es nicht klappt, dann hast du diese 2 Jahre, wo du auf etwas hin arbeitest, nicht genossen. Ahne ich nicht. Deswegen genau so. Alles gehört dazu. Ja, cool. Ihr macht dann wirklich alles richtig. Und wahrscheinlich kommt dann der Erfolg, der ja sowieso schon da ist, da wird dann noch mehr. Und ja, wenn man dann damit zufrieden ist, ne? Ach, ja. Also, ja, kann ja, Erfolg kann ja auch unzufrieden machen, weil man halt genervt ist, wenn man zu viel machen muss, ne? Also das ist ja so das gesunde Mittelmaß daraus, ne? Ja, also auch wie man Erfolg definiert, so, ne? Ja. Das ist ja immer so, man definiert Erfolg mit, okay, so und so viele
10.000 Arenen oder so verkauft man, aber da hat man gar keine Zeit, irgendwie das Leben zu genießen, sondern du bist von Jet zu Jet und irgendwie von Termin zu Termin, kannst ja noch nicht mal das genau dazwischen leben. Weiß ich dann auch nicht. Ob du dann so viel Cash hast, wenn du es nicht mal ausgeben kannst, macht auch gar keinen Sinn für mich. Hätte ich jetzt gesagt. Was wegen mit 10 Millionen, wenn ich keine Zeit habe, die auszugeben, hole ich mir doch nur Sneakers. Weißt du, was ich meine? So. Scheiße. Für den Urlaub machen, nee, alles gleich, hol mir die neuen Nikes. What the fuck? Macht keinen Sinn. Herrlich, ich finde euch total klasse und freu mich, dass ihr hier seid. Ich sage oft, dass ich mich freue, und das ist auch wieder was Positives, weil ich freue mich, dass es Menschen gibt, die kreativ sind, die auf der Bühne sind, anderen Leuten eine Freude machen und dass man nachher am Ende des Konzerts entweder in die Hand klatscht oder sagt, hat noch nicht ganz gelangt, wir machen das normal und beim nächsten Mal reicht das. Und wenn man dann noch zusammen bleibt, dann hat man es richtig geschafft. Auf jeden Fall, richtig geil. Ja! Bock du! Dankeschön! Vielen Dank! Ja! Dankeschön! Das war's! So war das! Tschüss!